Heute soll es in meinem Video um Duftstoffe gehen, um Duftstoffe in der Kosmetik und was das bedeutet, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und heute geht es um Duftstoffe. Du weißt vielleicht, dass ich mir einzelne Inhaltsstoffe in diesem Format vornehme. So habe ich hier schon ein paar drin. Falls du den Ordner noch nicht kennst, check den mal ab. Und heute sprechen wir über Duftstoffe. Und du wirst ab diesem Zeitpunkt schon vielleicht so ein bisschen festgestellt haben, dass sich die Produkte, die ich jetzt vorstelle, sich ein bisschen verändert haben. Sprich, nicht mehr rein Naturkosmetik. Denn das riesengroße Problem bei Naturkosmetik ist, dass man ganz stark mit Duftstoffen arbeitet. Und das Potenzial, allergische Reaktionen zu bekommen oder Unverträglichkeiten, ist extrem hoch. Ich hatte vorher nie so das Problem, dass ich irgendwie Hautreizungen gehabt habe. Ich hatte sie zwar schon, sie sind mir aber nicht aufgefallen. So gab es hier immer so ein leichtes Jucken. Hier ist mir die Haut weggegangen, hier meistens auch. Und das sind so Hinweise, die deine Haut dir gibt, die du vielleicht gar nicht wahrnimmst. Das Potenzial von Duftstoffen, dass die reagieren, ist extrem hoch und so entstehen wahnsinnig schnell Kontaktallergien, die du noch nicht sofort bekommst, aber so nach und nach. Es kann sein, dass du 5 Jahre lang super gut damit klarkommst und dann im 6. Jahr kriegst du Hautreizungen, wo du nicht weißt, woher das kommt. Und das liegt daran, dass du deine Haut nach und nach einer Allergie ausgesetzt hast. Es gibt 26 Duftstoffe, die die Hersteller in der Europäischen Union in ihre Inhaltsliste schreiben müssen. Also es gibt einmal diesen Sammelbegriff Parfüm, da stecken eben noch mehr Duftstoffe drin. Und dann eben diese 26 benannten Duftstoffe, die werde ich dir mal unten verlinken, dass du mal siehst, welche Duftstoffe das sind. Und die müssen aufgelistet werden. Und hier wird auch nochmals unterschieden, ab wann. Also ist das Endprodukt ein Produkt, was auf der Haut verweilt, dann muss der Hersteller ab einer Konzentration von 0,001% den Inhaltsstoff aufschreiben. Und ist es ein Produkt, was du wieder runterwäschst, wie zum Beispiel ein Shampoo oder ein Duschgel, dann sind es 0,1%. Du merkst ja schon einen erheblichen Unterschied. Und da findest du die Duftstoffe meistens immer ganz zum Schluss, weil da eben die Konzentration am allergeringsten ist, was aber nicht bedeutet, dass es am ungefährlichsten ist. Parfümfrei ist eben auch so eine Marketinggeschichte. Also Hersteller haben durchweg auch festgestellt, wenn wir auf unser Produkt parfümfrei draufschreiben, dann funktioniert es unwahrscheinlich gut, weil der Endverbraucher kennt sich ja meistens nicht mit Inhaltsstoffen aus. Das ist aber ein großes Problem, weil ein parfümfreies Produkt muss nicht parfümfrei sein. Das klingt ein bisschen unlogisch, ist es aber so, weil die Hersteller sind geschickt. Setzen Sie diesen Duftstoff für etwas anderes ein, weil Duftstoffe können auch entweder eine antibakterielle Wirkung haben oder ein Lösungsmittel sein beispielsweise, muss der Hersteller das nicht mehr auf seinem Endprodukt draufschreiben und er kann die Bezeichnung parfümfrei verwenden, obwohl dein Produkt nicht parfümfrei ist. Du am Ende als Endverbraucher stehst dann zu Hause und merkst so, ey, ich reagiere da drauf, das kann ja gar nicht sein. Und da hast du eben den Salat. Sprich, wenn der Inhaltsstoff für etwas anderes verwendet wird, also der Duftstoff für etwas anderes verwendet wird als zur Beduftung, kann der Hersteller auf sein Endprodukt parfümfrei draufschreiben, was eigentlich eine Frechheit ist. Duftstoffe haben auf der Haut nichts zu suchen. Die haben keinerlei Wirkung, nur dass du irgendwie drauf allergisch reagieren kannst. Und die Hersteller wissen ganz genau, dass wir auf Duftstoffe reagieren. Du kennst das. Ich habe hier jetzt eben einen ätherischen Duftspray für einen Raum. Also das hat jetzt nichts irgendwie auf der Haut zu suchen. Aber du gehst her, wenn du so ein Produkt kaufst und riechst dran. Ob das jetzt eine Creme ist, eine Bodylotion etc. Manchmal kaufst du solche Produkte rein nach dem Duft. Und du bist da keine Ausnahme. Wir sind da alle gleich. Wir reagieren auf Düfte. Es gibt ein Duftstoff-Marketing, wo Hersteller genau wissen, dieser und dieser Duft löst das und das aus. Es gibt aber auch Produkte, die an ihrem Duft
erkennbar sind. So erkennst du ohne weiteres eine Nivea-Creme unter drei anderen. Ja, und das möchten natürlich Hersteller auch nicht ändern, weil dieser Duft für die Nivea-Creme so ein Merkmal ist. Ich bin dann auf Festi Ori gestoßen. Festi Ori ist eine Kosmetikmarke, die arbeitet so gut wie gar nicht mit Duftstoffen. Also du kannst Produkte auswählen mit Mandarineduft oder komplett ohne. Ich habe komplett ohne bestellt und das fand ich ganz positiv und ich reagiere auf diese Produkte auch ganz gut. Die werde ich jetzt so nach und nach auch hier auf dem Kanal vorstellen. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass meine Haut lange nicht mehr so fettet. Da gab es tatsächlich eine Reaktion. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste halt, dass ich einfach immer fettigere Haut bekomme. Und durch das, dass ich einen Pony trage, war der halt in Windeseile fettig. Und ich wusste halt, ich muss da was machen. Und ich bin durch den Leon, den X Skincare auf Instagram, bin ich eben auf das Thema gekommen und habe mal so ein bisschen gelesen und habe gemerkt, ja, fettige, extrem fettige Haut kann auch von Duftstoffen kommen. Und bei mir war es tatsächlich so, sobald ich das weggelassen habe, ging diese fettige Haut auch wieder zurück. Ich habe immer noch fettige Haut, weil die Haut muss ich jetzt das nächste Jahr einfach daran gewöhnen, dass ich keine Pille mehr nehme. Aber es ist nicht mehr so extrem. Also gibt es da schon Unterschiede. Also Duftstoffe gehören auf keinen Fall in dein Gesicht, weil es eben auch eine Hypopigmentierung auslösen kann. Bist du vielleicht jemand, der braune Augenringe hat? Oder da kommt es auch ganz häufig vor unter den Achseln, so eine braune Verfärbung unter den Achseln hat. Unter den Achseln stört es jetzt nicht so krass, aber im Gesicht möchtest du doch keine braunen Augenringe haben. Das ist eine Hypopigmentierung, die durch Duftstoffe ausgelöst wird tatsächlich. Deine Haut wird lichtempfindlicher und so entstehen eben diese Pigmentflecken, die du im Gesicht eben nicht haben möchtest. Und da ist es wirklich wichtig, dass deine Creme nicht duftet. Egal, was du dir ins Gesicht gibst, das darf keine Duftstoffe enthalten. Auch ist es auf dem Kopf wirklich wichtig. Bist du jemand, der extrem fettige Haare hat, also bei mir fettet nicht nur die Gesichtshaut, sondern auch die Kopfhaut, dann ist es wichtig, dass du auf Duftstoffe in deinem Shampoo verzichtest. Und es gibt tatsächlich Shampoos, die darauf ausgelegt sind. Ich habe jetzt in der Apotheke eins kaufen müssen von einer Hautärztin. Und das kommt komplett ohne Duftstoffe raus. Also auch hier, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, nach solchen Produkten zu suchen, man findet sie aber. Und wenn du in den Laden gehst, ist es natürlich relativ schwierig, so mild formulierte Produkte zu finden. Gerade wenn du wie ich eben auf tierversuchsfreie vegane Kosmetik umgestiegen bist, und bei mir ist das ja schon eine ganze Weile so, findet man eben nicht mehr so eine riesengroße Auswahl. Aber diese riesengroße Auswahl braucht man überhaupt nicht. Weil geh nicht danach, wie ein Produkt riecht, sondern geh danach, was für Inhaltsstoffe im Produkt enthalten sind. Und es ist meistens so, dass die Inhaltsstoffe, die wirklich Großes bewirken könnten, eben nicht in so einer hohen Konzentration in diesem Produkt enthalten ist. Gerade wenn du in der Drogerie danach schaust, ist es relativ schwierig und so richtig gute Inhaltsstoffe, die jetzt zum Beispiel Festi Ori auch hat, findest du meistens in Produkten, die es in der Drogerie gibt, überhaupt nicht. Mein Fazit für das heutige Thema ist, Duftstoffe gehören nicht in deine Hautpflege rein. Ob das jetzt eine Bodylotion ist oder deine Gesichtspflege. Bei der Gesichtspflege ist es gerade noch schlimmer, weil eben das Gesicht Licht ausgesetzt ist. Und allergisches Potenzial kann schlicht und ergreifend jeden erwischen. Du baust dir etwas auf nach und nach. Heute verwendest du etwas, reagierst überhaupt nicht. Es kann aber sein, dass du in 5 Jahren reagierst. Und das muss schlicht und ergreifend nicht sein. Duftstoffe haben keinerlei Wirkung in einem Produkt für dich. Für den Hersteller vielleicht schon. Und das ist eben auch wichtig, dass es da eine gesetzliche Lage gibt, dass das Wort parfümfrei auch parfümfrei ist. Nur weil ein Duftstoff nicht als Duftstoff eingesetzt ist, sollte eben das auch auf dem Produkt vermerkt werden.
Also es ist wirklich schwierig, als Endverbraucher eben durch diesen Kauderwelsch von Inhaltsstoffen durchzublicken, aber genau das wissen eben Hersteller, dass wir uns nicht auskennen. Und das ist eben wichtig, dass du deine Augen und Ohren aufhältst, sprich wirklich mal die Inhaltsstoffe wirklich gucken, nicht vielleicht alles kaufen in der Drogerie, sondern einfach mal schauen, was ist da wo drin und kann ich das wirklich anwenden? Duftet es stark? Wasche ich das wieder von meiner Haut runter oder verbleibt es auf der Haut? Das sind lauter so Faktoren. Und merk dir einfach, ob du jetzt Lippenpflege verwendest, ob du ein Serum verwendest, ein Gesichtswasser, wenn alles Duftstoffe aufweist, mischst du dir einen richtigen Cocktail aufs Gesicht. Und das ist eben auch so eine Sache. Der einzelne Hersteller sagt, ja, die Konzentration ist vielleicht nicht so hoch, aber wenn du unterschiedliche Dinge einfach anwendest und die alle beduftet sind, kann das für dich einfach fatale Folgen haben. Vielleicht nicht heute, aber in 5 Jahren. Und dann wirst du darauf reagieren. Wie bei mir war es eben auch. Ich habe Reaktionen hier in dem Bereich gehabt. Ich habe Reaktionen hier in dem Bereich gehabt. Aber mir kam es nie so vor, dass es irgendwie von Duftstoffen kam. War aber der Fall. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du findest meine Quellen unten am ersten Kommentar verlinkt. Lies dir das gerne mal durch, da findest du die 26 Duftstoffe, die hohes Allergiepotenzial aufweisen, findest du unten verlinkt. Ich sage danke fürs Einschalten. Daumen nach oben nicht vergessen, lass mir ein Abo da und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!